Guten Morgen, liebe Leute. Heute essen wir wieder Frühstück. Ja, wie ihr auch. Jeden Morgen. Und danach, und dann. Marlies lässt sich schon mal ein Bad ein. Hat sich das zumindest angehört. Und dann? Was machen wir dann? Termin. Ja? Ja. Was für ein? Na, wegen Human. Ach so, wegen Human. Termin wegen Human. Okay, alles klar. Ein Hausbesuch. Und ich werde noch ein paar Kartons holen. Damit das vorangeht hier. Und morgen wird dann wieder sortiert. Morgen ist wieder Samstag. Morgen wird wieder fleißig sortiert. Anouk freut sich schon total. Hast du mit dir? Ja, voll. Mann, ey. Hätte ich ja gar nicht gedacht. Ja, hab ich dir gesagt. Das hat ihr richtig gefallen. Hat ihr richtig Spaß gemacht. Ja. Wieso? Die alleine. Ja. Ach, ich lieb die so doll. Ja, die ist auch ganz süß. Und ich sag dir eins. Die ist zwar die große Zicke im Moment, aber sie wird. Sie ist perfekt. Die ist richtig gut gelungen. Ach, das ist so. Die ist Alter, wirklich ja. Richtig gut gelungen. Ja. Ich merke auch gerade, dass die Zicke anders wird wieder. Die war ja total auf dich fixiert. Ne? Und jetzt merkt man, dass sie älter wird und dann, dass sie dir doch irgendwie wichtig wäre. Ja, komm, natürlich bist du ihr wichtig. Ich oh, die Mutti findet sich nicht wichtig genommen von der Tochter. Das ist ja wohl, Quatsch im Quadrat. Sie liebt dich. Ja, aber man merkt es gerade wieder etwas mehr. Ja, die Kinder alle weggesüffelt. Die Kinder sind solche Milchverbraucher. Oh, echt, ey, gestern waren noch 3 Liter da, gestern, als ich da Milch rausgenommen habe. Ich habe gestern mal ein Becher Milch getrunken. Gestern mal. Ach, so. Ist das ja, ein Becher. Was Milch? Guck mal, in diese Tasse passt genau ein so ein Kaffee rein. Ist genau die gleiche Größe. Ein so ein. Ja. Schön. Und den krieg ich jetzt nicht. Nee, ich krieg den. Du kriegst den. Du willst die Tasse ja nicht haben. Oh ja, Papa für alle. Papa für alle. So. Okay. So ist es, du schenkst dir also selber einen Becher. Komm, wir haben uns da. Eigentlich hat er von dir geschenkt, aber da will ich. Ja. Hier, ich habe jetzt irgendwie nur so ein Messer. Warum auch immer. Hä? Was meinst du? So ein Brötchenschneider. Jetzt so kein Messer, das ist ein Messer. Das hat ein Messer. Genau. Welches Brötchen hast du? Ich hab die Brötchen. Aber heute Morgen, die hat er aus dem Ofen extra rausgeholt. Also oh, der hat extra Brötchen aus dem Ofen geholt für die Kundschaft? Es war kein Brötchen da. Ja, wieso nicht? Gerade erst aufgemacht. Wahrscheinlich haben wir gar keine gehabt. Immer, die sind schon alle. Mhm. Wer kommt? Wer von gestern? Die sind schon alle? Um 5 Uhr. Noch, also kurz vor 6. Voll die Fuhre Feuerwehrmänner rennen laufen. Alle Brötchen! Einmal alle. Bitte alle machen. Eure Brötchen sind so gut. Die kann man einladen. Lecker, lecker. Bunkerbrötchen. Gut, old Bunkerbrötchen. Guten Morgen und einen schönen ersten Advent. Ja, wir haben Advent. Ja. Der erste Advent. Und ich habe diesmal geschafft. Einen Kranz zu holen. Einen Kranz. Sogar rechtzeitig. Ja. Der Advent. Der letzte hat meiner keinen, wo er nicht da war. Okay. Boni, dein Platz ist hier. Wo sind die Kinder? Die Kerzen. Sind die Lichtlein brennt. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Und wenn das fünfte Lichtlein brennt, dann hast du Weihnachten verpennt. Ja. Ja, wo ist mein Zucker? Ona, kommst du mal dafür runter? Mama, da ist sie. Du kriegst auch ein Teigling und Papa kriegt und du kriegst auch ein Teigling. Nein, mein Blut! Nein, mein Blut! Mama, darf ich bitte oben von dir? Oder komm her.
Ja, bitte. Oh nein, du kriegst doch bei Mama. Komm her. Nächste Video beginnt mit dem Kaffee. Wie immer. Immer noch. Marlies ist immer noch voll fertig. Ja. Wir hatten gestern Kurzalarm, weil wir waren im Krankenhaus, weil Onas Arm ausgekugelt war. Wie kann denn sowas passieren? Sie wollte vom Bett klettern und rutschte runter und Skadi wollte sie so ein bisschen halten und hat am Arm gezogen. Und dann war der ausgekugelt. Hat total gebrüllt. Dann saß du da und hat geweint. Hat geweint und konnte den Arm nicht mehr bewegen. Und ich war sauer. Du warst sauer? Ja. Dann sind wir ins Krankenhaus gefahren. Wie sieht das aus? Das war unser Abend gestern. Aber der Arzt konnte es reparieren. Ja. Und hat den Knochen einfach zurückgedrückt. Hat so kurz geweint. Und dann war wieder gut. Wie das funktioniert. Ja. Dein Arm. Also unsere Krankenhausaufenthalte häufen sich ganz schön in diesem Jahr. Ja. Die Arme. Die Arme. Die hat so eine Schmerzen. Die armen Arme von der Armen. Ja, die haben wir dann dahin gesänftet ins Krankenhaus und dann ging das Gott sei Dank recht schnell. Einfach klack. Wohl, ich war ja nicht dabei und darf ja nicht drin. Ja, nur eine Person. Aber wenn man sich mit auskennt oder so, ist das natürlich ein leichtes. Bloß man weiß ja nicht, was das ist. Der braucht es ja nicht. Nee, hat so kurz den Arm komplett abgetastet und dann beim Abtasten gleich den Knochen mit reingedrückt. Und dann kurz gucken, ob sie den Arm wieder bewegen können. Oh Mann, ey. Ja, ich hab gelesen jetzt. Oh, Mutti hat gelesen sogar. Gibt es eine zu lesen immer? Ja, es hat ja auch einen Namen, weil das erstmal irgend so ein Arzt beschrieben hatte. Das Kasseignac-Lähmung heißt das. Oder so. Kasseignac? Wie spricht man das? Weiß ich nicht wissen. Das ist Französisch. Chassagnac. Ja, irgendwie so. Chassagnac. Ja, irgendwie Französisch. Aber das weiß ich nicht, das weiß der Orca. Nee, wie heißt er? Oka. Mir tritt meist bei kleinen Kindern nach ruckartigem Zug am ausgestreckten Arm auf. Ohne hat er den Arm so. Mhm. Aufgrund des typischen Unfallmechanismus, das Kind wird vom Erwachsenen in der Hand geführt und plötzlich gezogen, ist die Verletzung auch als Kindermädchen-Ellenbogen bekannt. Naja, weißt du, wenn die auf die Straße rennen, du ziehst es ja irgendwie zurück oder, ja. Oder es fällt hin, du ziehst es hoch. Mhm. Oh Gott, das will ich fast nie wieder an. Nee. Die hat auch voll die Lastknochen. Jetzt wie so eine Porzellanpuppe. Ja. Oh, die hat mir so leid getan, Mann. Hier ist ein schönes Bild, da sieht man ganz genau. Nee. Will ich nicht. Mach weg. Ja. Kindermädchen Ellbogen. Ja, die Skadi hat unbändige Kräfte. Die wollte die aufhalten, damit die nicht runterrutscht. Aber genau das ist es. Aber kann das eigentlich auch schon. Das vergessen die immer auch ein bisschen, ja. dass die selbstständig ist. Klettern kann, ja. Ja. Naja, das war unser Abend gestern und den haben wir schön verbracht. Gestresst. Also gestresst. Gestresst bei Sorgen. Aber alles wieder gut. Dann waren wir kurz bei Achim im Bildungsmarkt und ich habe die zwei Fifreda wieder zurückgeholt, die ich da ja hin gegeben habe als Anschauungsobjekt. Die konnten sie wohl nicht mit anfangen, keine Ahnung, hätten sie was leisern können. Dann hätte ich sie ja nicht hingebracht erst. Ja, irgendwie haben sie dann wohl doch keine Lust gehabt, so richtig. Oder so, oder das Interesse bei dem Auszubildenden war nicht da, oder keine Ahnung, wissen nicht warum, wieso. Wollten sie auf alle Fälle nicht mehr da haben, habe ich es abgeholt. Und jetzt gehe ich gleich mal runter und guck mal, weil Achim hat jetzt eine Reparatur gemacht, da muss ich nochmal drüber gucken. Alter, weil das kann ich so nicht rausheben. Ich gucke ja über alle drüber, generell, und da fällt mir halt sowas auch bei auf. Ja, ist Bremsanlage komplett, also fast komplett. Er hat alle Züge, also die beiden Züge hat er gemacht und die beiden Bremsbeläge hat er gemacht. Aber zieht sich immer noch sehr, sehr schlecht und das ist ein Kinderrad. Und das muss sich einfach einmal frei ziehen lassen, mit einem Finger.
ohne wenn er da war. Und wenn das nicht möglich ist, dann baut man halt, ist ein Kinderrad, weißt du. Die haben ja nur noch weniger Kraft. Die haben auch nicht so viel Gewicht zu bremsen, okay, aber es muss trotzdem funktionieren. Ja, Kinder haben nicht, ja. Die können das nicht so gut, die haben auch nicht so lange Finger. Nein, ist ja auch, deswegen sind ja Kinderbremshebel dran, die sind ja sowieso schon, ehrlich gesagt, sind die kacke, die Kinderbremshebel, die zu hebt, ehrlich gesagt. Die haben keine vernünftige Verarbeitung, die sind aus, die geben die Kraft nicht gut weiter. Ja, aber es bremst sich nicht gut. Ich muss mir das einfach mal angucken. Da sitzt er dann mit dabei, dann kommt er kurz mit runter. Da sitzt er mit dabei, der will das nämlich heute auch abholen, das Rad. Der kommt so ab 1. Ja, wieso? Ist doch schon 11. Er kommt ab 1, habe ich gesagt, nicht ab 11. Das sind nur noch 2 Stunden. Wie lange sollten wir eine Bremsanlage brauchen? Wenn ich das Ding komplett montiere, brauche ich nur 20 Minuten. Mit neuer Bremse und Hebeln und allem. Entschuldigung. Sag mal, was ist denn da los? Was ist denn das? Na gut, ich muss ja ein bisschen Fusch beseitigen. Also, nennen wir mal meinen Namen. Also ich würde das so nicht rausheben. Ich würde natürlich sehen, dann bei der Endkontrolle, da bremst man und das bremst sich nicht gut und dann will es nicht rausheben. Aber wir gucken uns das erstmal an und vielleicht ist es ja nicht so schlimm. Aber ich halte das nicht so für einmal frei, wie das da jetzt ist gerade. Und schon ja nicht bei Kindern. Also sowieso nicht. Generell gehe ich es nicht raus, aber bei Kindern, da muss er ja dreimal raufkommen. Und wenn du am Ende halt neue Bremshebel auch noch mit anbaust, dann ist halt so. Muss halt so sein. Das muss perfekt sein. Naja, Kinder können halt nicht alleine in den Laden gehen und sagen. Ja, machen sie ja auch nicht. Wann ist man wenn selber als Kind hingegangen zu den Eltern, hat gesagt, meine Bremse, die könnte ein bisschen besser sein, die ist so hart. Nee, man quält sich herum mit diesem ollen Material, was man so kriegt. Jetzt wieder zur Weihnachtszeit. Ich appelliere nur an alle Eltern oder so. Schenkt euren Kindern Qualität. Wenn ihr ein Fahrrad kaufen wollt für das Kind, für Weihnachten oder so ein Scheiß, gute Qualität. Die Bremsen müssen toppi sein. Die Schalthebel müssen leicht zu bedienen sein. Die Lager sollten gut laufen. Das ist das A und O bei Kinderrädern. Ja? Nicht, dass das Rad so schwer ist, dass das so schwer läuft, dass das irgendwo bremst. Nach Möglichkeit kein Seitenläufer-Dynamo mehr, weil der bremst zu viel ab. Also damit sind wir auch alle klargekommen und so. Das, ja, ist ja auch alles richtig, alles gut und schön. Aber die Räder sind heutzutage noch mal um ein Vielfaches schwerer als die Räder aus unserer Jugendzeit, finde ich. Also ist so, ich habe ja den Vergleich unten, ich weiß ja, was damalige Jugendrad hier wogen hatten, was die heute wiegen. Die wiegen ja fast das Doppelte heutzutage. Und dann noch diesen Seitenläufer-Dynamo, weil einfach das Rad dann billig sein muss, das geht nicht. Und dann eben noch schlechte Laufeigenschaften haben die heutzutage. Die laufen schlecht, die Lager sind schlecht. Billig. Einfach billig und laufen kratzig und bremsen von Hause aus schon, haben hohe Reibung. In den Lagern, das war früher nicht so. Früher hast du das Lager, ob das beim großen Rad war, von Erwachsenen oder beim kleinen für das Kind, das waren alle gute Lager. Nicht teuer, die waren einfach nur gut verarbeitet. Die müssen ja nicht teuer sein, so Weco-Lager oder so, ja, waren das ja damals. Die waren ja nicht teuer. Das war ein Massenprodukt. Weco. Aber die laufen, die sind richtig gut gelaufen. Und das haben die heute alle nicht mehr. Darum achtet darauf, dass die Räder relativ leicht sind, dass die Lager recht gut laufen, dass die Bremse, die Bremshebel möglichst nicht aus Kunststoff sind oder sowas. Das muss nicht sein. Dass sie sich leicht ziehen lässt für euch, muss sie sich mega leicht ziehen lassen fürs Kind. Eben dementsprechend ist es dann eben nur leicht, wenn es für euch mega leicht ist zum Ziehen. Und was noch? Ganz wichtig im Winter, dass die Lichtanlage dann ordentlich eingestellt ist. Das gilt für Erwachsene wie für Kinder. Weil heutzutage das Licht mit Nabendynamo, LED, wisst ihr, das ist so hell. Da könnt ihr alle möglichen Leute blenden und viel Quatsch auch mitmachen. Das muss nicht sein. Das kann sogar Unfälle verursachen, wenn das Licht falsch eingestellt ist. Deswegen, oder ihr seht dann mal, oder irgendjemand sieht einen Fußgänger nicht, der auf die Straße kommt, weil er geblendet wird von eurem Licht oder sowas. Das geht nicht. Das muss ordentlich sein. Ja, das gilt zu sagen. Wie gesagt, wir gucken uns die Bremsanlage mal an, die er da in Stand gesetzt hat, mehr oder weniger. Und schauen mal, ob wir da noch was rausholen können. Mal gucken. Muss schon ordentlich sein. Ja? Dann sehen wir uns gleich unten.